Moin Leute, Trimax hier. Es ist schon nach zwei, mitten in der Nacht. Amar und Hami sind ganz spontan jetzt noch einem Turnier gejoint. Ja, wir haben keine Portale, ne? Aber wir gucken mal lieber, wir können jetzt nur so zugucken, wenn wir wieder restreamen. Sie müssen jetzt drei Kill-Games hintereinander gewinnen. Ja, ja. Also Kill-Duelle gegen ein anderes Duo. Geil. Kill-Duell in einem Squad, also sozusagen Duo gegen Squad. Aber beide sind in einem Team sozusagen. Ja, ich würde jetzt einfach ins Portal und go, oder? Hier geht's um 150 Dollar. Ganz chillig. Das sind aber, die sind wirklich gut. Also auch, weiß jetzt nicht. Das jetzt, viele wundern sich, warum das so spät ist. Das ist nach amerikanischer Zeit. Das heißt, bei denen dürfte das eine stinknormale Uhrzeit sein. Hä? Bei uns ist es mitten in der Nacht. Die sind jetzt hier dabei. Ich ja, weiß komm, nicht, wie gut die Gegner sind. Das ist auch nur 150 Dollar. Sie wollten sich für ein 2000-Ding anmelden, aber es hat nicht ganz funktioniert. Die Kiste nicht. Finde ich auch ein ganz geiles Format, Leute. Schreibt mal hier in den Chat live, wie ihr das findet. So, 5 Kills müssen sie noch machen. Die Gegner haben einen aggressiven Start hingelegt, haben viele Kills gemacht, sind aber ja, down gegangen. Wasser, neue Portale. Hami und Amar defensiver. Aber sie müssen halt die Kills nochmal sehen, 29. Also sie sind jetzt am Anfang sehr defensiv gelandet. Ich geh rauf. So. Wir sehen den Fight. Einer down. Hami ja, am PC, Amar an der Playstation. Oh, beide jetzt hier ein bisschen getrennt voneinander. Das sind 2, 3, 3, 3, einer pusht dich. Der oh, trifft. Weak, one shot. Down. Nice. Down. Geil. Das ist so krank, dass sie auch jeden Hit reinhauen. Der andere wird gerest. Zwei. Hab ich. Sauber. Down. Ja. Starke Sache. Ganz hat sicher. Hat irgendjemand noch eine... Ja, ja, die haben mit Farmers geschossen. Ich hab Bounce Pads. Zwei. Ich würde noch nicht schießen. Oh, der trifft. Also zwei close, zwei schon close. Oh, der ist One-Shot, der ist One-Shot bei mir. Das sind drei, das sind drei. Sehr schön hat er. Schön noch gedodged. Der eine, der dich pusht, ist down. One-Shot, 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 der dich pusht. What? Wie seid ihr so krank getroffen? Die müssen finishen, die müssen instant finishen, damit sie die Punkte bekommen. Und auch der geht down, sie haben schon gewonnen. Sie haben schon gewonnen. Da kommen weitere. Alter, Amar mit seinen Trickshots am Ende. Warte! Hab ich ihn geholt oder du? Ich. Oh, ich dachte schon. Ich hab gerade den No-Scope geschossen und ich dachte, ich hab ihn gehittet. Nice, GG. Alter, Amar. Ich dachte auch. Ich dachte. Was hast du gemacht? Ich hab deinen Gesichtsausdruck gesehen. Ich konnte es nicht fassen. Was hast du getan? Achso, ich hab ihn gefinished. Lul. Ich hab wirklich einen getroffen, aber ich hab ihn nur gefinished. Keine Ahnung, ja. Ich hab den Shot hier aufgehoben. Okay, die sind beide. So, Sport. Runde Nummer 2. Jetzt haben sie anscheinend versuch ziemlich krasse Gegner bekommen. Nee, die ja schon öfter genommen. Bei solchen Turnieren mitgemacht haben. Sie sind aber verrückt gelandet. Einer landet Sporthalle, einer tiltet. Die beide spielen mega aggressiv. Sobald da einer down geht, war's das. Also der landet jetzt hier alleine. Das ist ja hier Duo und Duo gegen Squad. Also ist er Solo gegen Squad, tiltet der eine Spieler und will dort jetzt viele Kills machen. Gut, haben eine sehr aggressive Taktik, fahren sie hier. Einer landet tiltet, einer landet an der Sporthalle. Sehr schön, der direkt weggelöscht, das ist der erste Kill. Den kriegt er. Der kann auch was rein. Der ist alleine. Der ist alleine, schön, ein einfacher Kill. Wir schauen wieder rein, weil sie wissen, dass Zeit sind. Ich habe keinen Blumen auf ihn gehabt. Das ist jetzt hier sozusagen du versus Squad. Ja, ich komme. Amar auf PlayStation, Hami auf PC. Okay, nice, nice, nice. Okay, sie gut down. Hast du noch ein Medkit? Ja, ja, ja. Hier sind auch Minis. Das kriege ich schön hin. Minis habe ich genug. Ja, damit sind sie gleich schon safe im Finale. War jetzt nicht so spektakulär, war jetzt nicht so ein Duell auf Augenhöhe. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Hinter uns aus der Zone. Gelöscht. Got wrecked. Weak, nice. Schön. Einer noch. Ich auch. Ja, rip den Jungen. Aber ich will das auch unbedingt sehen. Weil sie sind gleich im Finale. Und dass sie einfach mal so 150 Dollar mitnehmen mit drei Runden Fortnite, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Oh, zwei Headshots. Oh. Was war das denn, Digga? Ripp den Gegner. Alter, Amar hat mit drei Schüssen zwei Gegner gekillt.
Wer braucht schon eine Pump? Was machen sie hier mit dem letzten? Der 235er Blue Hits. Bruder, muss fucking los! No Scope? Hast du No Scope? Ja, Bro! Nice! Das macht aber einfach jede Runde. Ja. Okay, das Finale beginnt, wenn sie jetzt dieses Kill-Duell gewinnen, lonely? Haben sie einfach 150 lonely, Dollar. I'm so lonely. Amar und Hami bisher komplett durchgestompt, aber die gehen echt lonely. Die gehen jetzt zwar instant raus, die Gegner, aber bei lonely dafür. Ich weiß nicht, wie viele Leute da landen. Trimming-Stil geradezu, Alter. $150 jetzt das Kill-Duell gewinnen. Ich glaub, wir haben sogar die Gegner haben es auch ins... Bei den Portalen. Ich gönne mir hier die Chest und dann fliege ich weiter. Die Gegner haben es auch ins Finale geschafft. Müssen ja, auf jeden Fall solide Spieler sein. Doch, wir haben einen Zuschauer, könnt ihr mal ganz fix easy. Die Winrate nachschauen? So die Winrate und KD, wie gut sind die Gegner? Das würde mich interessieren. Ab ins Portal, von hier oben haben sie die Übersicht. Direkt auf Nordosten. So, auf Paradise. Fliegen Richtung Paradise Palms. Nehmen wir auf den Berg im Portal? Nee, würde ich nicht machen. Brauchen wir ja nicht. Versuchen jetzt die Gegner zu finden. Wie viele Kills haben... Ah, guck mal hier, der, wir sehen den Killfeed. Hinten durch, beim Pool. Official Cairns, hier ein Kill. Unter mir am Pool ist einer. Okay, ich komm. Den kriegen sie zu zweit. Ja, der ist weg. Der hat eine Scar. Sehr schön. Hab ich. Oder du. Sehr schön. Der Kill ist da. Oh, hinter mir. Oh. Der ist white. Umgedreht. Das Town. Nice. Wunderbar, ganz sicher. Ja. Wie viel steht? Und das können sie halt sehr gut. 4-2. Plus, die sind, glaube ich, jetzt gerade im Fight. Hier ist noch ein großer. Autorun ausmachen. Hallo, Hami. Hami Disconnect. Digga. Hami hat ein Disconnect. Ich glaube, der ist besoffen. Ich glaube, der disconnected. Ha, geil. Ja, Army Disconnect. Wie viel Kills hat der Army? 2? So. Okay. Oh mein Gott. 3, 6. Okay. Army hat ein Disconnect, aber beide Gegner sind down. Jetzt hängt alles von Amar ab. Die 150 Euro... Für sich und Hami noch zu sichern. Alter, das ist schon wieder ganz episch. Solo gegen Squad. Wie viele Kills braucht er? Trimax fiebert bestimmt gerade richtig mit. Oh ja. Er muss nur so viele Kills wie die Gegner haben und länger überleben. Ah, okay. Hami hatte 2 Kills. 3 zum Ausgleich, 4 zum Win. Nee, zum Ausgleich ist in Ordnung. Hami schreibt, ja, GG, Internet absolut weg. Yo, super. Sehr gut. Im Finale dann, Hami. Sicher ist sicher. Also, Amar muss 3 Kills machen. Sehe ich das richtig? Oder nee, 4, ne? 4 Kills. 4 Kills muss Amar machen, um die $150 zu gewinnen. Und... Och, Nimm ich gesehen. Sie haben ihn nicht gesehen. Komm, das kriegt er. Wenn er die alle, wenn er das Team ausschaltet... Ich glaube, das ist so ein Fake-No-Skin-Team. Die haben sogar Scar und so. Die springen alle rum. Ich glaube, das ist so ein richtig nerviges Team. Keine gute Lage jetzt hier zu fighten. Er hat vor ihnen einen Gegner. Und hinter ihnen sind auch noch 4. Das war ein Team, das er lieber erstmal vermeiden möchte. Jetzt muss er aus diesem Sandwich rauskommen. Er kann nicht solo gegen 8. 1 gegen 8, da hört's auf. Er bleibt ganz sicher. Nimmt sich nur die Kills, die er kriegt. Er darf nicht sterben. Das ist halt das Problem. Wenn er stirbt, ist es aus. Er hätte schon einige Kills machen können. Dann werden sie auf ihn aufmerksam. Und dann kann es das ganz schnell gewesen sein. Was? Oh. Gegner ballert da direkt schon wieder.
Oh, kriegt er den? Die ballern so drauf, was soll er da machen? Eine kriegt er ab. Oh, ist das krank. Für $150. Guck dir mal an, wie der da eine da übel Ghost Peak. Das kann man sich ja nicht mehr angucken. Schön. Kann er den finishen? Oh mein Gott, schön. Erster Kill. Erster Kill. Drei Stück braucht er noch. Schön. Ein Instant ausgeschaltet. Will sich jetzt in den nächsten holen. Guter Hit. Oh, schön, wie er spielt. Das macht er einfach gut. Er ist die ganze Zeit defensiv und weiß genau, wann er zuschlagen muss. Und dann genau im richtigen Moment. So, ein Kill braucht er noch. Ein Kill braucht er noch. Dann hat Amar und Hami genauso viele Kills wie die anderen beiden, haben aber länger gelebt und damit hätten sie das Finale gewonnen. Schön, finishen. Das ist es. GG's. Das ist es. Alter. Mega geil, Amar. Alter, Amar. Jetzt macht er den Sack nochmal komplett zu. Das ist jetzt hier einfach nur Demonstration von Dominanz. Nichts anderes. Jetzt über ihn. Alter, alles voll. Wieder Highground genommen. Springt erstmal weg. Ah, geht noch was rein. Alter, was macht der hier? Drei Gegner noch. Zone bewegt sich. Oh, Double Kill! Stark abgeseilt. Ganz sicher. Kein Fallschaden kassiert. Lebt nur noch ein Gegner. Ich glaube, es ist nur noch ein Gegner. Wegen, Alter, mega gut gewartet. Die Zone kommt, er wartet super lange. Und macht da dann sowas. Schnell nach unten mit dir. Schön, den kriegt er auch noch. Die anderen sind in der Zone eliminiert. Nur noch ein 1 gegen 1. Wunderbar. Sehr stark. Ganz dominant. Hami und Amar haben einfach jede Runde gewonnen. Es ist nur ein Kill-Duell. Sie gewinnen das Kill-Duell und gewinnen jede Runde. Hami hat den Disconnect und Amar macht es ganz alleine. Wunderbar, sehr stark.